Willkommen zurück zu Germany's Next Topmodel, die Deluxe Edition. Inzwischen haben wir schon die Hälfte des letzten Monats rum und müssen uns da ein bisschen beeilen, was jetzt hier alles angeht. Und deswegen legen wir einfach mal los mit der Modenschau und dann müssen wir hier nochmal gucken, dass wir hier Design und Make-up nochmal neu machen. Weil das hat ja beim letzten Mal nicht so gut hingehauen. Vielleicht sollten wir hier, warte mal, müssen wir hier nochmal shoppen gehen und vorher nochmal in die Bibliothek, damit wir mehr Punkte bekommen. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Müssen jetzt auf jeden Fall noch den Schnitt hochheben, weil sonst geht's uns am Ende des Monats nicht so gut. Oder wir haben halt das Spiel kurz vor Ende verkackt. Könnte man auch so sagen. So. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt zumindest diesen Mist hier hinkriegen. Nicht, dass wir hier in unserer Königsdisziplin auch noch hier versagen. Den ollen Catwalk. Ja, das, was am einfachsten ist in diesem Spiel, warum auch immer. Aber ist halt so. Ja, so viel zum Thema, es ist vom einfachsten. Bekommen dafür sogar noch einen Stern, es ist unglaublich. Oh Mann, was ist nur heute los? Ich weiß auch nicht. Vielleicht will ich auch das Spiel einfach nur schnell vorbei haben, ich weiß nicht. Oh Mann, ich meine, ich hänge jetzt schon wie lange dran? Auch schon wieder 30 Wochen. Ist auch schon wieder fast ein Jahr. Na, aber, nee, also, 3/5 Jahre sind das jetzt schon, oder? Und man will das ja dann doch schon irgendwie vorbei haben. Vor allem, weil Germany's Next Topmodel ist. Niemand mag Germany's Next Topmodel. Bis auf einige wenige von euch wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ach, ja. Wir haben es ja bald geschafft. Ist ja nicht mehr so lange. Gott sei Dank. Wir müssen es nur vorüberkriegen hier. Und jetzt fallen die schon wieder vom Catwalk. Muss nicht sein. Ja, wir haben schon wieder Maximalpunktzahl erreicht. Weil ich halt einfach so gut bin. Ich bin einfach so gut. Nicht. V ist da. Das sind ganz komische Tasten, die sie hier haben wollen. Deswegen, ich bin da manchmal ein bisschen verwirrt. Aber wird schon. B. Kann ich. Komm ich nach Hause? Z. So, oh, immer noch nicht abdrehen nach hinten. Ne, das gibt's doch nicht. X. Hui, und dabei runterfallen am besten. Tatsache, fast. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wird schon, irgendwie. Ah, das war eh, verdammt. Jetzt habe ich wieder 3 Punkte verloren. Nein, uncool. Weil ich auf E gedrückt habe statt auf W, aber ist okay. Leertaste. Und ab nach hinten. Ein bisschen noch gegen die Wand laufen oder so? Nein, okay, dann nicht. Aber wenigstens haben wir da volle Punktzahl erreicht. Muss ja auch mal sein. Und dann machen wir jetzt ein Foto. Und dann hoffen wir, dass wir da auch nochmal ein bisschen schönes. Schön die Punktzahl nach oben treiben können. Und dann mal gucken. Dann geht's wieder in diese tolle Bibliothek, wo wir ganz viel lernen können. Wir haben immer noch Manga-Style. Nehmen wir, was nehmen wir denn da für den Hintergrund? Strand bei Nacht auf jeden Fall nicht, Strand bei Tag auch nicht. Ne, Casino ist auch nicht dafür richtig. Tokio, warum nicht so? Hatten wir, glaube ich, am häufigsten. Ne? Ist ja auch klar. Wir nehmen heute mal sepiafarbene Fotos, machen Hochkant und dann geht's auch schon weiter. Ist aber ziemlich dunkel Sepia, habe ich das Gefühl. So, einmal. Das nächste Foto ist hier so ein bisschen Halbkörper-Ding ans Foto. Mal nicht so wackeln hier. Kann sie nicht einfach stehen bleiben und dann kann ich die ganzen Fotos machen? Nee, ne? Wäre ja zu einfach. Und es ist ja so schon nicht schwer. Na, da hat sie sich bewegt, verdammt. So, jetzt aber. Ja, das klappt ganz gut. Dadurch, dass wir jetzt hier 30.000 Mal dasselbe Foto machen durften. So, stehen bleiben. Und lächeln. Danke. Jetzt wieder ein schönes Porträtfoto. Warte. So. Nochmal. Jetzt wird es aber langsam echt eintönig hier. Aber wir kriegen das hier noch halbwegs hin. Das ist gut.
ist ja zum Glück nicht so schwer. Na, Bildeinstellung war nicht so toll. Okay, na, egal. Halben Stern weniger. Ist jetzt nicht die Welt. So, bestätigen. Ja, ich möchte die restlichen Fotos entsorgen. Danke, danke, danke. Gut, hätten wir das. Jetzt müssen wir nur noch Make-up und Design auffrischen, wenn wir in die Bibliothek waren und uns Tokens angesammelt haben, mit denen wir shoppen gehen können. Obwohl, wir können auch schon vorher shoppen gehen. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich genau brauchte. Ich glaube, ich brauchte mehr Make-up, ne? Ah, shit, das weiß ich natürlich nicht mehr, was wir jetzt beim letzten Mal da jetzt hatten. Was gefehlt hat. Wir beginnen mal den Tag im Shopping Center und dann gucken wir mal, was wir jetzt da an Make-up-Dingens da kaufen können. Ah, kaufen wir mal hier Cremebraun. Passt schon. Dann haben wir hier Lippenstift. Gut, was war denn das? Ich glaube, es war lila. Nee, das war es nicht. Was hatten wir hier? Nee. Hier brauchten wir irgendwas. Bin ich mir halbwegs sicher. Erstmal kaufen. So, weiterkaufen. Wird schon irgendwie. Weil vielleicht können wir da wieder einen Tag sparen irgendwo. Okay, Einkäufe beenden und weiter. Gut, jetzt machen wir dann doch Make-up mit der Tuse erstmal, weil uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Dann gucken wir mal, was wir besser machen können. Ob wir jetzt schon irgendwas haben, womit wir es besser machen können, ich weiß es nicht. Ich hoffe. So, wir brauchen hier lila zum Beispiel. Das haben wir jetzt. Ne? Und, warte mal. Ach, wir brauchen hier gar nicht. Ah, warte mal, da war es noch was anderes, was wir unbedingt brauchten. Ne, ist ja auch egal. Jetzt haben wir hier jetzt nochmal gestartet. Mehr ist nicht drin. Das ist nicht das, was ich brauche. Da ist lila. Nein, das ist Auberginenfarbe. Verdammt, das ist rosa. Sieht mehr nach pink aus, aber ist okay. Da ist lila. So, dann einmal kurz hier ran. Nehmen wir schön fest da drauf. Wird schon. Ich glaube, es war was mit der Haarfarbe oder Haarfrisur oder sowas, was wir brauchten. Oder Nagellack. Irgendwie sowas war da. Irgendwas war da, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, aber es war schon vor 2 Wochen. Verdammt, hätte ich das nochmal angeguckt, dann wüsste ich jetzt, was wir brauchen. Natürlich doof. So, noch ein bisschen hier. Das sollte reichen. So, bei der Frisur. Haben wir alles, das ist gut. Dann auf zu den Nägeln. Da haben wir nur die Hälfte. Schade, dir fehlt eine Nagellackfarbe. Siehst du? Das ist nicht schlimm. Du brauchst sie nur zu kaufen. Brauchst sie nur zu verkaufen? Ja, dann brauche ich diese Farbe erstmal. Verdammt. Ich gucke mal, wenn ich jetzt erstmal eine andere Farbe drauf mache, ob ich da auch noch ein paar Sternchen bekomme, damit ich hier den Schnitt zumindest ein bisschen nach oben treiben kann. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich weniger, aber halt vielleicht ein bisschen. Wäre nicht verkehrt. Ein bisschen hier, noch ein bisschen da. Warte. Da gibt es so viele Sterne? Ja, zumindest schon mal einen halben Stern, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Dann gehen wir hier mit ein paar Tokens mehr raus. Wieso habe ich das nicht vorher gemacht? Ich weiß auch nicht. So. Immer schön anmalen hier. Klappt das auch mit den Nachbarn? Weiß man ja. Noch ein bisschen hier. Und weiter geht's zum nächsten Finger. So, und dann mal gucken, ob wir noch Zeit haben, dass wir hier irgendwann nochmal rein können, um dann halt nochmal die Farbe hier nochmal zu ändern. Aber das weiß ich halt nicht. Und beim Design weiß ich halt jetzt gar nicht, was ich tun soll, dadurch, dass wir halt keine Tokens haben und ähnliches. Können wir uns auch nichts Neues kaufen. Aber wird schon irgendwie. Irgendwie muss das schon werden. Vielleicht machen wir dann auch erstmal weiter mit der anderen. Vielleicht hilft das ja schon. So, und das hier ist übrigens ein Daumen, kein Finger. Für alle, die glauben, dass Daumen Finger sind. Es ist nicht so. So. Haben wir es jetzt? Da sind wir zumindest fast voll. Das ist okay. Bestätige. Da müssen wir jetzt zwingend nicht nochmal rein.
Oh, was kommt jetzt? Oh nein. Ich muss unbedingt einen Weg finden, wie ich dieses Zimmer durchsuchen kann, das Frau von Seidenfels uns verheimlicht. Und das beste Mittel, im ersten Stock nicht gestört zu werden, ist eine Aufzugspanne. Aber dazu muss ich erst den Schaltmechanismus des Aufzugs finden. Das Fest kann beginnen. Wo soll ich denn, den Schaltmechanismus finden? Wir haben doch hier nirgends einen Keller oder sowas. Oder doch? Ich weiß nicht. Aber wir müssen dann sowieso im ersten Stock sein. Sind wir. Warte mal. Wir sind hier im ersten Stock. Aber trotzdem müssen wir hier nochmal auf, weil ich hier nicht einfach abbrechen kann. Ich muss nicht mal gucken. Make-up-Raum wird bestimmt kein Schaltmechanismus sein. Weil wenn wir nämlich jetzt den Aufzug blockieren und wir sind nicht im ersten Stock, das würde bedeuten, dass wir ganz schön verkackt haben. So, Büro. Mach mal Büro auf. Vielleicht gibt es hier irgendwas, was uns weiterhilft. Na, machst du wohl? Aha, aha, aha. Kann ich hier einfach ran? Nee, noch nicht. Okay. Gut. Wenn ich jetzt noch das Codewort dafür wüsste, das weiß ich ja jetzt auch nicht mehr. Verdammt. Kann ich auch nicht mehr mit den Bildern interagieren. Das ist auch gut. Habe ich schon gesagt, dass wenn wir den Aufzug blockieren und wir nicht im ersten Stock sind, wir nicht zum ersten Stock kommen. Weil es hier keine Treppen gibt. Wenn hier mal tatsächlich der Aufzug kaputt ist, dann ist er echt, naja, schlecht. So, wo kann ich denn jetzt hier einen Aufzug blockieren oder Schaltmechanismus finden oder ähnliches? Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Gut. Aber wir schaffen das irgendwie. Ist ja jedes Mal immer hier die sinnlose Umherirren. Gehen wir in den Make-up-Raum, um festzustellen, dass wir keine Ahnung haben, wo wir hin müssen. Sowieso immer am besten. Zweifelsfall immer in den Make-up-Raum. Ja, flimmerndes Bild. Ja, danke, danke, danke. Ist ja nichts Interessantes hier drin. Nee, nichts, was mir weiterhilft. Ich konnte natürlich den Aufzug mit Make-up vollkleistern, aber das hilft mir jetzt auch nicht wirklich. Ich weiß ja nicht. Ja, theoretisch glaube ich, aber wir müssten eigentlich einen Keller für sowas. Mal gucken hier nochmal, was haben wir denn hier? Modenschau. Oh, jetzt kann ich da rein. Das war vorher immer zu. Das war sonst immer zu. Interessant. Können wir den Catwalk mal aus der Nähe betrachten hier, um festzustellen, dass es immer so scheiße aussieht? Was haben wir denn da? Nichts Wichtiges. Können wir da hinten rein? Nein, können wir natürlich nicht. Mhm, der Catwalk ist aber heute sehr simpel aufgebaut. Nicht so wie sonst immer hier, so mit Kreisen und Quadraten und ich weiß nicht was noch alles. Da kann ich nicht hoch. Soll ja auch kein Catwalk machen heute. Ne, da hinten kann ich nicht durch. Natürlich nicht. Wieso denn auch? Da sind immer unsichtbare Wände. Die sieht man nur nicht, weil sie unsichtbar sind. Jetzt haben unsichtbare, unsichtbare Sendungen so an sich. Ja. Gut, Mammut. Sehr schön. Kann ich hier hoch? Nein. Da kann ich immer noch nichts mit dem Vorhang machen. Drehe ich mal um, danke. Mit den Kasten hier kann ich tatsächlich nichts. Schade. Dreh dich mal. Ja, die Steuerung ist immer noch für den Arsch. Wird es auch immer bleiben, wahrscheinlich. So kommen wir hier noch irgendwo hin, was uns weiterhilft. Ich glaube ja nicht. Also sonst wäre ich hier auch falsch. Hier die Treppe kann ich wahrscheinlich auch nicht hoch. Warte, warte, warte. Nee, das klappt auch nicht. Dann gehen wir halt wieder zurück. Wenn es hier echt nichts gibt, außer halt den Catwalk und da kannst du nichts mitmachen, ist doch für den Arsch her. So, jetzt geh da durch. Geh da durch. Brav. Gut. Dann müssen wir tatsächlich auf eine andere Etage.
da ja hier alles logisch gemacht ist. Nicht.